Ho ho ho, hier ist Santa Beep no. mit einem Brei gefüllten Sack. Hashtag no homo. Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Bieber hier am Start mit dem alljährlichen Christmas Special Sellout Video. Und diesmal könnt ihr einen Gesamtwarenwert von 25.000 Euro gewinnen bei jeder Bestellung. Und was das genau ist und was auch das Sahnehäubchen ist, und zwar ein Gaming-PC von MIFCOM mit meinem Logo und der Unterschrift drauf. Dazu kommen wir aber. Ein bisschen später. Erstmal wollen wir gucken, was wir denn alles so schönes im Store haben. Es sei auch gesagt, heute am Nikolaus 6. Dezember, alle Bestellungen, die heute reingehen, egal was ihr bestellt, auch einzelne Shirts bekommt ihr eine Tasse gratis dazu. Und drei Bierdeckel mit einem Biberkappa drauf. Zum einen haben wir wieder ein Xmas Bundle. Bei diesem Bundle ist wichtig zu wissen, dass bei dieser Bestellung auf jeden Fall ein Gewinn drin ist. Das könnt ihr auch hier nochmal lesen. Zu 100% ein Geschenk unserer Partner im Wert von 15 bis 2000 Euro, was in dem Falle der Mifcom Gaming PC wäre. Des Weiteren könnt ihr natürlich eure Artikel komplett selbst zusammenstellen. Vier Stück könnt ihr wählen. Ihr könnt natürlich auch dreimal dasselbe Shirt oder viermal dasselbe Shirt. Zweimal ein Mauspad, einmal ein Kissen und einmal ein Shirt. Je nachdem, wie ihr das wollt, könnt ihr auch mit einem Freund zusammen bestellen. Und wir haben endlich das Biber Kappa. Äh, Emoticon auf dem Shirt geprintet. Also ich meine, wer kennt es nicht? Ich denke mal, alle, die mich von Twitch kennen, sind absolut hyped. Und den Bieber sub haben wir auch als Poster. Und wir haben auch exklusiv in diesem Bundle eine Tasse mit einem chillenden Bieber. Und ich finde, das Layout ist ziemlich geil geworden. Also wird sich auch wieder richtig viel Mühe gegeben. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die ganzen Layouts und Grafiken findet. Es macht auf jeden Fall ziemlich viel her. Den Biebdo. Chocolate Hoodie, den haben wir natürlich auch wieder am Start. Der war eine sehr, sehr lange Zeit ausverkauft, Nachfrage war riesig. Jetzt haben wir es endlich nachbestellt, nachproduziert und jetzt ist er wieder am Start. Natürlich auch wieder nur begrenzt, deswegen auf jeden Fall zuschlagen. Ich denke mal, nach Weihnachten ist das Ding wieder weg. Und im Allgemeinen bin ich super zufrieden mit meinem Merch. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitäts- und auch optischen Anspruch, vor allem ich. Ich bin ja auch komplett involviert, gerade mein Swagpad das ist ja so mein Baby, da war ich ja von der Grundkonzeption, Entwicklung, Design, Qualitätskontrolle und Abnahme komplett mit am Start. Und ich glaube, ich habe sowas bisher noch nie gesehen, dass die Leute halt ihren eigenen Merch immer kreieren. Und auch bei meinem beepdo shirt mit der Grafikerin, die hat das ja komplett gezeichnet und ich habe das dann abgenommen und habe das dann nochmal in Photoshop aufbereitet, dass das cool ist für den Print. Ähm, den Schriftzug nachgezogen, die Outlines gezogen und das macht mich auf jeden Fall stolz. Und ich möchte, dass die Leute nicht nur Merch kaufen wollen, um mich irgendwie zu supporten, sondern ich möchte auch einfach, dass man die Arbeit einfach dahinter wertschätzt, diesen künstlerischen Aspekt und einfach sagt, ja, das gefällt mir. Ja, und ich habe da einfach Bock drauf. Und das ist mir wichtig, ja. Und äh, mich schickt das immer wieder, wenn wir Gamescom, Dreamhack, whatever, auf irgendein Event gehen oder ESL One und da laufen einfach Leute mit meinem Merch rum oder sagen, yo Brudi, ich habe mir das und das bestellt, das ist total geil und das, das ist einfach nice. Wisst ihr, weil ich bin einfach von Grund auf einfach dabei gewesen, habe mein Geld da rein investiert und Leute kaufen es einfach und man kann wieder reinvestieren. Das ist einfach Hammer, das ist total cool und ähm, freut mich einfach. Und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr für die Entwicklung interessiert, ich habe da zwei Videos drüber gemacht: einmal über Swagpad und einmal auch über Speepdo-Motiv. Das, das könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Das ist natürlich hier alles auf YouTube. Und ich habe ja auch Mediendesign studiert. Ich bin da sowieso immer wieder Hype drauf. Ich habe immer wieder neue Ideen, auch an richtigen Produkten oder an einem neuen Mauspad. Aber das Problem ist, da müssen wir gar nicht lange drum rum reden. da müssen natürlich auch die Verkaufszahlen stimmen, damit man natürlich wieder reinvestieren kann und dann natürlich auch neue Sachen produzieren kann. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall mal an, wie das funktioniert mit dem Xmas Bundle. Wie gesagt, da habt ihr auf jeden Fall ein Geschenk safe und falls ihr euch einzeln irgendwelche Sachen bestellt, da ist es natürlich nicht safe, dass man was drin hat, das wird einfach random generiert. Und der Hauptgewinn der PC, der wird nach Weihnachten ausgeraffelt. Also jeder, der bestellt hat, der kommt in den Pot. Bei den Xmas Bundle Bestellern, die haben die dreifache Chance, den zu gewinnen. Und bei den normalen Bestellern eine einfache Chance. Und bei den anderen Gewinnen ist das einfach absolut random verteilt. Aber hier habt ihr auf jeden Fall ein Geschenk immer safe beim Xmas Bundle. Klicken wir einfach mal drauf. Und da seht ihr auch schon die Übersicht. Wie gesagt, vier Sachen könnt ihr hiervon wählen. Machen wir einfach mal so ein Swagpad rein. Dann machen wir so ein Bipto-Shirt rein. Da könnt ihr die Größe auswählen. Ich werde immer wieder gefragt, Biber, was für eine Größe brauche ich? Und da sage ich immer wieder die, die du hast. Es ist nicht eng geschnitten, es ist auch nicht mega weit geschnitten, es ist ganz normal ein Basic-Shirt. Also wenn ihr normalerweise immer M tragt oder L oder je ne, nachdem, was ihr tragt oder Swagger-Transformation XXL, dann packt ihr XXL ein. Fertig. Kommt rein. Dann äh, machen wir auf jeden Fall noch ein Biba Kappa-Shirt. Das machen wir in XL. Vielleicht haben wir bis dahin ein bisschen abgenommen. Und dann machen wir noch so ein schönes bibdo kissen Dann die Tasse gibt's wie gesagt, die gibt es nur in diesem Xmas Bundle dazu. Die ist im Prinzip auch, wenn ihr euch das mal durchrechnet, sogar gratis in dem Falle. Und den ganzen Kram gibt es auch mit meinem Bieber Sub Poster und auch die ganzen Autogrammkarten. Der ganze Kram ist dabei. Auswählen und dann noch ein Geschenk, was dann random generiert wird. Und zack, alles ist drin und dann kann man in den Warenkorb gehen. So, kommen wir auf jeden Fall zu den Sachen, die man gewinnen kann. Und ihr könnt euch natürlich hier unten durchnavigieren oder hier links und rechts und euch das nochmal... Zu Hause schönen Ruhe anschauen. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal den MIFCOM MSI Kick Air Steel PC für 2000 Euro. Das ist der Hauptgewinn. Dazu werde ich natürlich nachher noch ein paar Worte verlieren. Der hat auf jeden Fall eine leckere GTX 1080 Grafikkarte drinne und noch ein paar andere schöne Sachen. Und natürlich meine Unterschrift und das Logo von mir drauf. Also das ist schon extrem lecker. Wie gesagt, wird unter allen ausgelost, beziehungsweise die von dem Christmas Bundle haben die dreifache Chance, das ganze Teil zu gewinnen. Das ist schon sehr, sehr lecker. Dann haben wir natürlich unseren allgegenwärtigen Partner Linecast. Dazu muss ich gar nicht viel sagen, da habe ich auch schon einige Produkte reviewt, sind ziemlich nice. Dann haben wir von der Dreamhack 80 Eventtickets und zweimal XMGC Tickets, da könnt ihr in der LAN Area spielen, da wird euch alles aufgebaut, also das ist auch schon eine ziemlich coole Sache. Dann haben wir von Loot Raider Lootboxen, also für die Nerds unter euch, inklusive mir, eine sehr geile Sache. Da habt ihr ja immer Comics drin und irgendwelche Shirts mit irgendwelchen Prints von Comicfiguren, Filmfiguren oder irgendwas drauf. Also, das ist schon ziemlich geil. Und natürlich auch Spielehelden und so weiter. Oder kleine Figürchen und so. Also, mittlerweile dürfte man ja sowas kennen. Es gibt eine Mega-Lootbox im Wert von 200 Euro, 50 mal eine normale Lootbox, zweimal ein 3 monats und einmal ein 12 monats -Abo. Dann haben wir 100 mal Merchkissen. Wenn ihr bei mir bestellt, natürlich etwas mit Biber. Dann haben wir noch von Tarok 50 mal ich habe hier sogar eine richtig schöne goldene Yolo Swagger Spendi Uhr, das blende ich euch gerade mal ein. Und ich habe ein bisschen schmaleres Handgelenk, ich muss sagen, die sieht gar nicht so globig aus, also die kann man auf jeden Fall ziemlich nice anziehen und wem es gefällt, dem gefällt's, meine Freunde. Dann haben wir das von Soundplaster X, das Headset hatte ich auch schon mal vorgestellt, finde ich immer noch geil. Dona benutzt das im Übrigen auch, das H7 Headset. Dann haben wir eine externe Soundkarte G5 und das H5 Tournament Headset, was Spendi in Kombination mit der externen Soundkarte benutzt und der ist auch hoch Und der ist auch hoch zufrieden mit dem Kram. Dann kommen wir zu PaySafe Card, 15 x 20 Euro PaySafe Card. dann MMOGA, Spiele Keys, das ist auch eine feine Sache. Dann haben wir nochmal ein bisschen was von Linecast und zu guter Letzt noch von Ava Media 10 mal eine LGP Capture Card. Hatte ich damals auch. Ist auch nice, kann ich eigentlich so gut wie alles auch privat empfehlen. So. Und natürlich möchte ich mich am Ende nochmal ganz recht herzlich bei MIFCOM für den Hauptgewinn bedanken. Einen MSI kick ass -Deal pc im Wert von 2000 Euro. Was der PC enthält, das fragt ihr euch bestimmt. Das ist nicht wenig. Ein i7 6700K 4x4 GHz. Eine MSI GeForce GTX 1080, die zerbombt wirklich alles. Ein MSI Z170A Gaming Pro Carbon Mainboard, 16 GB DDR4 Corsair RAM, 512 GB Samsung SSD, da fährt euer PC zacki flacki hoch. Und 2 TB Western Digital Caviar Red für eure Blu-Ray Pawns, also da ist für alles gesorgt. Habt ihr selbst vor knapp einem Jahr eine Mythcom Battlebox gesponsert bekommen und das Ding rodelt jeden Tag noch richtig durch. Und das ist auch mit Abstand so eines meiner besten Systeme, die ich jemals hatte. Also bisher noch absolut keine Probleme damit gehabt. Und Mifcom ist ja derzeit sowieso einer der führenden Hersteller davon. Also da könnt ihr euch ja eigene Komponenten zusammenstellen, könnt euch beraten lassen. Die bauen euch das komplett zusammen, die testen die Systeme, die installieren alles vor. Und ihr könnt sogar von denen alles übertakten lassen und habt dann drei Jahre Garantie und Pick-up-and-Return-Service. Also falls was dran sein sollte, die nehmen das wieder mit, die reparieren das und die schicken euch das Ganze auch wieder zurück. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und im Prinzip, wenn so ein Teil nach Hause kommt, einfach einschalten und es kann losgehen, ohne irgendwas Großartiges machen zu müssen. Das war es soweit mit dem Christmas-Merch-Video. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze, was wir auch an Preisen haben. Wie gesagt, das ist ja nur ein Goodie. An sich geht es ja allgemein um den Merch. Aber ich denke mal, wir haben hier einiges wieder am Start, was wir rausraffeln werden. Und ich bin mal gespannt, wieso die Resonanz ist. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch ein kleines Giveaway hier für die Leute, die das Video bis hierhin geschaut haben. Und zwar gibt es ein Caramel Slaughter in Fact Renew mit einem ziemlich coolen Unique Pattern, wie ihr hier seht, auf der Playside. Das Ganze hat einen knappen Wert von 400 Euro. Das haben wir hier in diesem Video raus. Was ihr dafür machen müsst, liken, natürlich Abonnent sein von mir und den Hashtag Kauft Biebers Merch in die Kommentare schreiben. Das Ganze werde ich ausraffeln, ähm, ja, auch nach Weihnachten wie dem PC und dann twitter ich das Ganze. Ja, das war's soweit. Dankeschön fürs Zuschauen und äh, ja, ich hoffe, ihr kauft mal Merch. Ansonsten äh, kaufe ich euch. Macht's gut. Ho, ho, ho. Ähm, happy Nikolaus und Weihnachten. Macht's gut. Ciao, ciao.